dass es einfach der größte Müll ist. So Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr es euch wahrscheinlich schon am Titel denken könnt, gibt es heute nochmal einen wichtigen Nachtrag zu meinem letzten Video. Das Ganze folgt gleich. Davor habe ich nochmal eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich ein Video zu meinem Auto aufgenommen. Und ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, Leute, dieses Video schon etwas früher, sage ich jetzt einfach mal, freizuschalten. Denn ich denke mal, viel von euch wird das schon interessieren. Und zwar, wenn wir bis Sonntag 12 Uhr auf diesem Video hier 2500 Daumen nach oben schaffen, dann wird das Video dann auch an diesem Sonntag kommen. Ansonsten kommt es ganz normal am Montag. Also Leute, lasst einfach mal einen fetten Daumen nach oben da. Und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir direkt zum Thema. Ja Leute, und zwar geht es um mein Video, ich benutze einen kostenlosen Juwelengenerator. Ich packe euch das Video auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung, beziehungsweise ihr könnt euch jetzt einmal ganz kurz hier bei dem i angucken. Macht es am besten mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, bevor ihr jetzt dieses Video hier weiterschaut. Und zwar geht es darum, dass das Video echt... Also es gab verschiedene Meinungen. Ihr seht 2000 Daumen nach oben, ungefähr 1000 Daumen nach unten. Und was eigentlich meine Intention mit diesem Video war... Euch zu zeigen, dass diese ganzen Juwelengenerator, alle möglichen Hackseiten im Internet angeboten werden, dass das einfach der größte Müll ist. Es funktioniert nichts und ihr werdet bei allen Sachen probiert abzuziehen. Ich nenne es jetzt einfach mal Marketingstrategie von diesen Leuten, die dahinter stehen. Die probieren nämlich euch mit diesen Sachen sozusagen etwas zu verkaufen, was es eigentlich gar nicht gibt. Und verlangen dafür dieses Abo für 6 Euro die Woche. So, was ich jetzt hier nochmal gucken möchte. Viele haben auch geschrieben, das ist der letzte Dreck und kleinere fallen auf Abo fallen rein. Das ist ganz genau richtig. Das ist auch das, was ich in meinem Video gesagt habe. Ich habe das bereits nach der ersten Stunde gemerkt, dass das Video nicht normal bewertet wird, wie meine normalen Videos. Und habe dann schon direkt geschrieben, guckt bitte zuerst das Video, bevor ihr einen Kommentar schreibt, was sich eigentlich im Video klärt. Und deswegen dieser kleine Nachtrag hier nochmal. Dieses Video sollte auf keinen Fall dazu dienen, dass ich hier vorstelle, dass es solche Generatoren gibt und dann einige von euch darauf sogar reinfallen. Das war dazu nicht gedacht und ich hoffe mal, das hat auch niemand gemacht. Und einige haben mir auch geschrieben, gut, machst du so ein Video, sonst fallen alle Kiddies rein und dann ist ihr Geld weg. Und dann haben auch einige geschrieben, dass ja gesagt wird, dass man Stopp schreiben muss. Und hier hat einer geschrieben, der Secret Clash, du musst dann Stopp schreiben, so, in Caps, Stopp und schicken, dann kommt eine Bestätigung, dass du nichts zahlen müsstest. So, das Ding ist, es ist schön und gut, dass ihr dann Stopp schreibt, aber trotzdem ist das Abo nicht weg. Denn das Ziel von diesen Leuten ist es, dass ihr diese 6 Euro bezahlt. Und die werdet ihr auch mindestens einmal bezahlen. Das Abo ist dann vielleicht nach dem ersten Mal beendet. Aber das Ziel von diesen Leuten, dass ihr, ich sag mal, als Kunde angelockt worden seid und die ja dafür Geld ausgegeben haben, dass ihr auf diese Werbung klickt oder was auch immer. Und da bezahlt ihr dann einmal 6 Euro und danach ist es vielleicht beendet. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe sowas noch nie probiert. Ich habe, wie gesagt, schon mal früher, als ich jünger war, vielleicht so in eurem Alter, ich würde sagen so 10, 11 Jahre, habe ich auch bei Clash of Clans damals geguckt, ob sowas funktioniert. Musste dann auch feststellen, dass das Ganze nicht geht. Ich habe da auch nie meine Nummer oder sowas angegeben, weil, ja, das halt einfach irgendein Scam war. Da wird man eigentlich immer abgezogen. Und wer spielt heutzutage noch Clash Royale? Ja, das ist auch so eine Sache. Momentan, ihr merkt es kamen wieder ein paar Tage keine Videos, weil ja morgen kommt, beziehungsweise jetzt die Tage kommt, wieder wahrscheinlich ein ganz cooles Video, worauf ihr euch hoffentlich auch freut. Aber was ich vielleicht auch nochmal ganz gerne, was vielleicht auch nochmal von euch gerne wissen würde, was wollt ihr noch in Clash Royale sehen?
Wollt ihr vielleicht eher so Challenges sehen? Wollt ihr ja mein Content so sehen, wie ich ihn momentan mache, wenn ich ein cooles Thema habe, dass ich dann ein Video mache? Oder ja, vielleicht habt ihr noch eine ganz coole Idee. Momentan ist ja so ein bisschen mehr die Flaute bis zum nächsten Update. Finde ich momentan echt schade, dass das Spiel so, ich sag jetzt mal, in Verruf geraten ist, dass es immer weniger Leute spielen. Ich kann jetzt leider gerade nicht gucken, beziehungsweise nicht sehen, wie viele das wirklich gerade spielen, das Spiel. Okay, ich habe jetzt hier gerade mal geguckt, ob man hier irgendwas rausfindet. Aktive Spieleranzahl, ob man wirklich einen Abfall von Clash Royale Spielern gefunden hat. Ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, ob ihr weniger Clash Royale spielt. Momentan ist es ja auch so, dass das Spiel Fortnite extrem am Kommen ist, beziehungsweise ich würde sagen, das hat momentan so YouTube gefühlt jeden YouTuber, den ich abonniert habe, oder ich würde sagen, mindestens 60-70% haben schon ein Fortnite-Video hochgeladen. Ich habe ja bereits auch schon mal eins dazu hochgeladen, aber das ist schon ein Monat, wenn nicht sogar anderthalb Monate, zwei Monate wieder her. Da war das Spiel noch nicht so krass im Hype. Ich habe eigentlich mir jetzt gesagt, dass ich mit diesem Hype nicht mitgehen möchte. Ich bin momentan noch so einer aus der Fraktion, der ganz gerne mal PUBG spielt. Das ist ja so ähnlich von dem Spielprinzip. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr, dass ich noch Fortnite bringe? Denn es bringen ja wirklich echt extrem, extrem viele. Also es ist wirklich momentan so eine Art Content Overload. Und ich kann zwar solche Spiele spielen, weil ich halt in PUBG, das ist ausgesprochen PlayerUnknown's Battleground, das ist so, es gibt schon ein bisschen länger, es ist so ein ähnliches Spielprinzip, vielleicht kennen das ja einige von euch. Also, ich spiele das Spiel gerne, aber würde ich gerne von euch wissen, ob ihr meint, dass es sich noch lohnt, wenn ich auch noch dazu ein Video hochlade. Ich mache es gerne, es macht mir auch sehr viel Spaß, aber ich habe jetzt erstmal damit abgewartet, beziehungsweise wollte erstmal abwarten, was ihr jetzt so dazu sagt. Aber ich merke auch gerade, ich komme von Thema ab, Leute. Was ich jetzt auch eigentlich mit diesem Video nochmal an euch übermitteln wollte, dieses Video war eigentlich nur dazu gedacht, dass ihr merkt, dass das die größte Kacke ist. Ich weiß nicht, ob das im Video vielleicht falsch rüberkam. Ich habe es eigentlich auch probiert, so darzustellen. Hier unter diesem Video gab es natürlich auch wieder solche Kommentare, solche Spam-Kommentare, sage ich jetzt einfach mal, die hier unter anderem jetzt und in der Überprüfung drin sind. Da habe ich nochmal ein bisschen meine Kommentarsektion angepasst, dass solche Kommentare wenig oder eigentlich keine Chance mehr haben, auf meinem Kanal angezeigt zu werden. Aber naja, ich würde sagen, das war es jetzt dazu. Ja Leute, ich hoffe einfach mal, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt mal wieder ein bisschen was anderes war. Ich hoffe mal, das Thema ist jetzt damit geklärt, denn das Video hat ja wirklich echt ein bisschen polarisiert, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein und ciao, ciao.